Gestern fast neue Allzeithochs an der Wall Street bei Dow Jones und S&P 500. Jetzt beginnt bald die saisonal sehr günstige Zeit. Die Aktienrückkäufe, die werden bald wieder einsetzen ab Anfang November. Was soll da schief gehen? Sie sehen also, der Fugmann, der wird richtig bullisch. Und das ist natürlich für den einen oder anderen Bullen eine gefährliche Situation möglicherweise, da der beste Kontraindikator, wenn ich bullisch werde, dann wird es richtig ungemütlich, so haben manche gesagt. Und vielleicht haben sie recht, vielleicht aber auch nicht. Wir wollen uns die Dinge mal anschauen. Zunächst mal hier die Situation, wie sie sich gestern dargestellt hat. Zunächst mal sehr, sehr dünnes Handelsvolumen. Das war in den letzten beiden Tagen, als es nach oben ging, praktisch, naja, nicht wirklich viel Dampf. Es waren gestern vor allem Value-Werte, die gestiegen sind gegenüber Growth-Werten. Hier sehen wir mal die verschiedenen Indizes in der oberen Grafik. Es ging nach oben und dann wurde das so ein bisschen verwaltet, ist nicht mehr viel passiert. Unten sehen wir das Put-Call-Verhältnis und wir sehen, wir haben derzeit wieder ein sehr geringes Put-Call-Verhältnis. Wir haben wahrscheinlich jetzt einen Short-Squeeze gesehen in den letzten Tagen. Wir haben gesehen, dass viele institutionelle Investoren, die nicht dabei waren, dann noch mit aufspringen mussten. Die Shorties wurden rausgedrängt und so hat sich dieser Anstieg ergeben. Ich glaube, 6 Tage in Folge beim S&P 500 und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir eben jetzt praktisch auf dem Allzeithoch sind, auf dem wir schon waren. Funstrat sagt, ja, vielleicht machen wir jetzt ein kleines Päusche an diesem Doppeltop, weil wir eben jetzt schon 6 Tage gestiegen sind. Aber natürlich ist all das sehr positiv. Der kurzfristige Trend bleibt bullisch. Gar keine Frage. Hier sehen Sie übrigens, wie gering das Volumen bei diesem Anstieg war. Es fing mit größerem Volumen an und dann ist das Volumen immer weiter runtergegangen bei diesem Anstieg. Aber das ist natürlich ein bullisches Zeichen, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns da Klartexte sprechen. Und schauen wir uns mal hier unten den Spider an, also praktisch das maßgebliche ETF, das den S&P 500 abbildet. Dann haben wir immer wieder die Situation Aufwärtsgap, Verwaltung, Verwaltung. Man läuft so ein bisschen seitwärts, Aufwärtsgap oder Abwärtsgap, dann aber sofort wieder nach oben, ein bisschen dann auspendeln und so weiter und so fort. In der eigentlichen Handelssitzung passiert dann gar nicht mehr viel. Das eigentliche Geschehen passiert dann meistens nach Schluss der Wall Street. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, das ist reinster Zufall, meine Damen und Herren. Hier oben sehen wir mal den VIX, der jetzt immer weiter nach unten kommt, also die Volatilität. Aber wir sehen, dass die ganze Geschichte jetzt ein bisschen spitz zuläuft. Also ich wäre jetzt fast schon bullisch für den VIX, weil Sie wissen, ich bin heute nur noch bullisch unterwegs. Deswegen bin ich für alle Märkte bullisch, auch für die Anleihemärkte bzw. die Renditen, by the way. Wir sehen, wie Lisa Abramovic hier zeigt in dem Artikel über Volatilität, nämlich die implizite Volatilität bei den Renditen der US-Staatsanleihen, die ist jetzt derzeit so hoch wie seit März 2020 nicht mehr. März 2020, was war da? Kann mich nicht mehr daran erinnern. Während wir vorhin gesehen haben, dass der VIX nach unten gekommen ist, also die Vola an den Aktienmärkten sehr gering. Die Nervosität an den Anleihenmärkten relativ hoch. Wir sind kurz davor auszubrechen aus diesem Bereich 1,65% bei der 10-jährigen Staatsanleihenrendite. Wir sehen, dass die Inflationserwartungen jetzt so hoch sind wie seit 16 Jahren nicht mehr. Hier die sogenannte 5-Year US Inflation. Die geht also weiter nach oben, weil auch die Amerikaner, nicht so stark, aber auch die Amerikaner langsam merken, dass mit den Bottlenecks, mit den Lieferschwierigkeiten, mit dem Materialmangel die Kosten eher weiter steigen werden. Und wir sehen hier zum Beispiel, dass der Ölpreis praktisch mustergültig ausgebrochen ist nach oben, wie in einem Textbuch, so heißt es hier allerdings. Sind wir jetzt so stark investiert oder sind die Profi-Investoren laut der Umfrage der Bank of America so stark investiert wie schon seit 2012 nicht mehr. Aber gleichwohl haben wir gestern den höchsten Tagesschluss seit Oktober 2018 gesehen bei Öl. Auch das natürlich inflationär. Also der höchste Kurs seit 3 Jahren in Sachen Inflation. Gestern das Beigebuch, also praktisch so eine Art Umfrage von den verschiedenen Fed-Distrikten bei den Unternehmen, die in ihrem Distrikt liegen. Und dann heißt es hier, die meisten Distrikte haben signifikant höhere Preise
Preise berichtet. Also da sind die Preise massiv gestiegen durch steigende Nachfrage für Güter und Raw Materials, also Rohmaterialien wie Kupfer, Aluminium, was auch immer. In Cleveland zum Beispiel hat ein großer Hersteller gesagt, der multinationale Kunden hat, der also weltweit Kunden hat, gesagt, also hier sind mehrere Kunden auf mich zugekommen und haben angeboten, mehr zu bezahlen. Das hätte man noch nie erlebt, dass Kunden freiwillig anbieten, dass sie mehr bezahlen, nur damit sie dann auch wirklich die Lieferungen kriegen. Man hat also versucht, letztendlich den Hersteller zu bestechen, wenn man so will. Ich gebe dir mehr Geld, aber du lieferst mir auch, eben weil das Angebot so knapp ist. Das sagt alles. Gestern hatten wir dann die berauschenden Zahlen von Tesla. Absätze, Autoabsätze gestiegen, dürften dann, soweit ich das erinnere, um und bei 500.000 in diesem Jahr sein. Das machen VW und Toyota an einem halben Tag. Nein, Scherz beiseite natürlich, meine Damen und Herren. Jedenfalls sehen wir hier mal das Price-to-Sales-Ratio, also das, die Marktkapitalisierung zu den Umsätzen. Bei Tesla Faktor 19, bei VW, BMW und Daimler Faktor 0,5. Man könnte also sagen, dass ein Tesla praktisch 38 mal so hoch bewertet ist, ein Tesla-Auto wie ein VW. Jetzt wissen wir natürlich, dass VW auch keine Elektroautos baut. Ja, das machen die ja nicht, gell? Und die verkaufen auch kein einziges davon, meine Damen und Herren. Insofern wissen Sie Bescheid. Die Tesla-Aktie dann so leicht negativ reagiert, ein bisschen uninspiriert. Jedenfalls interessanterweise, falls Tesla noch weiter steigen sollte, also die Aktie, nämlich dann auf 1 Billion Dollar. Jetzt sind wir so bei 800 und ein paar zerquetschten Milliarden. Dann wäre es das einzige Unternehmen, das ein Junk-Bond-Rating hat und 1 Billion Dollar wert ist. Man hat nämlich ein BB-Rating bei S&P 500, nicht bei S&P 500, sondern bei der Ratingagentur S&P. Das ist ganze 6 Stufen unter dem zweitschlechtest gerankten Billionenunternehmen, nämlich Saudi Aramco. Das ist eine interessante Entwicklung, nicht wahr? Also wenn selbst der Junk 1 Billion wert ist, was sind dann überhaupt noch unsere Maßstäbe? Und deswegen, meine Damen und Herren, bin ich sehr, sehr bullisch, gell? Weil es ist ja eh schon sowieso alles wurscht. Wenn die Relationen gar keine Rolle spielen, dann brauchen wir darüber auch nicht nachzudenken. Das ist großartig. Gestern auch Zahlen von IBM, deren Großartigkeit Sie in diesem Chart abgebildet sehen. Ja, es wird ein bisschen heiß jetzt in Washington mit diesem Infrastrukturpaket. Sinema, diese Demokratin aus Arizona, hat gesagt, also ich will keine Steueranhebungen für bestimmte Firmen oder für Gutverdiener. Das ist aber eine der zentralen Voraussetzungen der Refinanzierung für das Paket von Joe Biden. Dann gab es Gerüchte, dass Manchin bei den Demokraten austreten will. Also Sinema und Manchin sind ja eher moderate Demokraten, wie das heißt, also eher am rechten Rand der Demokraten. Jetzt fordern 160 oppositionelle Kongressmitglieder, mithin also Republikaner, dass er erstmal die Supply Chain in den Griff kriegen will, soll, also die Lieferketten, bevor man neues Geld ausgibt. Ja, gut, also auch das wird in Amerika ein immer größeres Thema, auch wenn es noch nicht so schlimm ist wie hierzulande. Gucken wir jetzt nochmal auf diese für mich sehr wichtige Entwicklung gestern mit dem Abschied von Jens Weidmann. Stellte, hat er gesagt, aus persönlichen Gründen oder weil er genau weiß, dass jetzt die offene Staatsfinanzierung kommt, aus den allerbesten Gründen, Klimarettung, Euro-Rettung und überhaupt und so fort. Es drohte das Szenario Marcel Fratscher, aber ich kann mir vorstellen, dass doch die Isabel Schnabel dann an die Reihe kommt, weil man will ja mehr Frauen haben. Dementsprechend müsste der Marcello sich schon umwandeln lassen in eine Marcella Fraccherina. Das wird schwierig. Müsste dann sehr schnell passieren. Lagarde hat jetzt auf Deutsch auch getwittert, auf Englisch und auf Deutsch. Ich habe Respekt vor der vor Jens Weidmanns Entscheidung nach über 10 Jahren, bla bla. Jens ist ein guter persönlicher Freund, auf dessen Loyalität ich jederzeit zählen konnte. Ach, wie süß, muss man sagen. Hier mal ein sehr interessanter Artikel in der Frankfurter Allgemeinen, der hier sagt, wer Weidmann kennt, weiß, dass seine Entscheidung nicht als Fahnenflucht zu interpretieren ist, sondern als ein Signal der Frustration über die Entwicklung der Geldpolitik. Und hier der Artikel weiter, wenn in einer Situation, in der die Inflationsrate in diesem Jahr die Marke von 5% erreichen dürfte, die EZB zur Einschätzung kommt, dass das wahre Problem darin bestehen würde, dass die Inflationsrate im kommenden Jahr zu niedrig ausfallen könnte,
Dann erweckte die Institution aus Frankfurt den Eindruck von den Sorgen der Menschen, viel zu weit entfernt zu sein. Ja, also weiter entfernt kann man eigentlich nicht sein von der Realität, möchte man formulieren. Und da ist jemand ganz glücklich drüber, nämlich Herr Habeck von den Grünen, der gesagt hat, für die Zukunft braucht es, nämlich zum Abschied von Jens Weidmann, für die Zukunft braucht es eine Bundesbank, die auf der Höhe der Herausforderungen der Zeit ist. Was sind denn diese Herausforderungen der Zeit? Das hat Gabor Steingart mal zusammengefasst. Die Notenbank soll helfen, Staaten zu stabilisieren und zu steuern. Das ist ja der ureigenste Auftrag der EZB. Man betreibt eine Klassifizierung der Unternehmen in braune und grüne Unternehmen, betreibt damit eine eigene Klimapolitik, ureigenstes Mandat der EZB, soweit ich weiß. Versucht durch die Einführung von Digitalgeld direkt auf die Kundenkonten Zugriff zu haben und die private Nachfrage zu steuern. Auch ganz toll, da freuen wir uns drüber. Und man will praktisch das vereinte Europa durchsetzen. Auch das natürlich überhaupt kein politischer Auftrag, reinste Geldpolitik könnte man sagen. Also das findet der Herr Habeck super gut. Das ist natürlich großartig, darüber können wir uns nur freuen. Dementsprechend weiß man, warum Jens jetzt zurückgetreten ist oder Jens man seinen Abschied verkündet hat. Wie das Ganze dann aussieht, das sehen wir zum Beispiel mal am Beispiel italienischer Anleihen. Da hat die Notenbank, nämlich die EZB, während der Corona-Krise mehr italienische Anleihen gekauft, als die Italiener überhaupt emittiert haben, also herausgegeben an Anleihen. Dementsprechend musste das vielleicht so passieren, weil kein Privater wollte damals oder keine Privatinstitution oder keine Privatkäufer wollten damals diese Anleihen kaufen. Also die EZB hat mehr gekauft, als überhaupt von den Italienern emittiert wurde. Und das zeigt ja im Prinzip die Staatsfinanzierung in Reinstkultur. Anders kann man das ja nicht bezeichnen. Aber auch die FED sind keine Waisenknaben. Charlie Bilello hat hier mal aufgelistet, die Aktien auf Allzeithoch, die Hauspreise auf Allzeithoch, Bitcoin auf Allzeithoch, die Löhne auf Allzeithoch, die Jobangebote auf Allzeithoch, die Inflation, höchster Stand seit 1990, aber die FED sagt, oh, wir müssen die Zinsen bei Null halten, sonst haben wir ein richtiges Problem. Also das zeigt so die ganze Absurdität der Situation. Gestern David Einhorn, dieser Hedgefondsmanager, mit der Aussage, ja, wenn die FED wirklich die Inflation bekämpfen wollte, dann müsste sie den Finanzmärkten ein bisschen wehtun. Damit würde sie dann eine Rezession auslösen. Und das will doch keiner, also versucht man immer um den heißen Brei rumzureden, trotz der Tatsachen, die eben Charlie Bilello hier genannt hat, Allzeithochs überall, Inflation schießt durch die Decke, das ist schon eine groteske Situation. Kommen wir, meine Damen und Herren, abschließend zu China. Hier hat Fitch jetzt 29 Immobilienentwickler aus dem Reich der Mitte auf Beobachtung gestellt, meistens ein Vorzeichen für eine baldige Abstufung in Evergrande. Fällt an der Hongkonger Börse um 13,6%, nachdem der Immobilienentwickler Evergrande es nicht schafft, hier seine Property Services Division, also praktisch Dienstleistungen in diesem Property-Bereich, zu verkaufen, weil keiner sie haben will, auf Deutsch gesagt. Wenigstens hat man jetzt für eine Anleihe im Volumen von 280 Millionen Dollar, Dollar ganz wichtig, zunächst mal eine weitere Gnadenfrist offenkundig erwirkt, aber die Aktie, wie gesagt, dennoch deutlich im Minus. Insgesamt sehen wir in China eine Situation, die hier Anders Oslund beschreibt. Er sagt, ich bin kein China-Experte, aber eins ist offenkundig, China ist jetzt in einer ähnlichen Situation wie Russland. Wenn hier das BIP 11.000 Dollar pro Kopf erreicht, so wie das in Russland seit 2009 ist, dann stagniert irgendwas nach dem vorherigen Aufstieg, dann geht es irgendwie nicht weiter, da ist man irgendwo in einer Falle. China sei hochgradig korrupt, das hat hier etwa Meng Shinpei in seinem Buch China's Crony Capitalism wunderbar dargestellt. Und ich habe mir folgendes Buch gestern bestellt, Red Roulette von Desmond Shum. Desmond Shum stammt aus Hongkong und beschreibt, welche Erfahrungen er als Geschäftsmann gemacht hat, was da alles läuft, wie korrupt dieses ganze System ist, nach welchen Mustern all das funktioniert. Wie gesagt, habe ich mir gestern bestellt, bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, habe mir gestern ein Interview mit Desmond Shum angeschaut, fand ich sehr, sehr gut, also da verspreche ich mir sehr viel davon. Und Anders Aslund sagt dann noch, also, dass die Politik von Xi Jinping wird der ultimative
Gegenwind sein für die chinesische Wirtschaft. Auch das kann ich mir vorstellen. Also, das war natürlich jetzt alles super bullish. Aktien steigen immer, meine Damen und Herren, und sie steigen immer höher. Denn wo ist die Alternative? Ja, das Endrallye, Aktienrückkäufe. Es gibt so viele Argumente, warum jetzt Aktien nur noch steigen, meine Damen und Herren. Und das alles, das werde ich heute auch belegen, beweisen, Ihnen nochmal plastisch darstellen. In der heutigen Folge oder der neuen Folge von Boom & Bust, Jahresendrallye, alles bullish oder was? Und da gibt es nur ein ganz klares Ja auf diese Frage. Mit André Stagge, der schon großes Geld bewegt hat in Milliardendimensionen. Und da sprechen wir um 18.30 Uhr. Können Sie das abrufen? Oder ab 18.30 Uhr können Sie das abrufen? Ich packe den Link unter das Video. Absolutes Muss, meine Damen und Herren. Da lasse ich mit mir nicht diskutieren. Einen so bullischen Fugmann werden Sie nie wieder kriegen. Das verspreche ich Ihnen. Und einen André Stagge auch so schnell nicht. Und den Roland, naja gut, in den nächsten Wochen werden Sie den, nämlich den Roland Ulrich, dann auch wieder sehen. Jedenfalls wünsche ich jetzt erstmal das Allerbeste. Das ist eine interessante Entwicklung an den Märkten. Schafft der S&P 500 es über das Doppelte zu kommen oder kommt jetzt erstmal ein kurzfristiger Rücksetzer? Sehr kurzfristig, meine Damen und Herren. Servus und ciao.